Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. In diesem Video zeige ich dir nämlich, wie du sehr viel Geld in GTA 5 online machen kannst, und zwar in einer kurzen Zeit mit dem aktuellen Zeitrennen und mit dem aktuellen RC Bandito Zeitrennen. Denn momentan gibt es einen Geldbonus. Ihr bekommt nämlich doppeltes Geld und doppelte HP auf das Zeitrennen und auf das RC Bandito Zeitrennen, und somit könnt ihr in wenigen Minuten 400.000 Dollar in GTA 5 online verdienen, und das wirklich ziemlich einfach. So, Freunde, aber zunächst, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, am Anfang gab es einen Fehler, und zwar hat Rockstar Games am Anfang der Eventwoche das Zeitrennen und das RC Bandito Zeitrennen von der letzten Woche drin gelassen, und die Leute, die es in der letzten Woche schon gespielt hatten, diese haben für diese Woche nicht das Geld bekommen. Und das ist auf jeden Fall ein Witz, denn Rockstar Games ist so ein großes Unternehmen und die haben es einfach nicht hinbekommen, ein neues Zeitrennen in der Woche hinzuzufügen. Und nachdem die Community sich beschwert hat, dann hat Rockstar Games das Zeitrennen und das RC Bandito Zeitrennen geändert, und somit bekommen wir jetzt das Geld. Und wundert euch nicht, das aktuelle Zeitrennen und RC Bandito Zeitrennen hatten wir schon vor einigen Wochen. Das heißt, euch würde das Ganze bekannt vorkommen, wenn ihr das Ganze vor einigen Wochen schon erspielt habt. Und falls du mehr von solchen Videos sehen möchtest, dann bleib auf jeden Fall aktiv und zeige es mir mit einem Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall ziemlich supporten. Aber in diesem Sinne kommen wir direkt zum eigentlichen Video. Also lehnt euch zurück und let's go! So, Freunde, und ganz kurz, falls ihr wenig Geld in GTA 5 online habt, aber Geld benötigt, dann könnt ihr auf jeden Fall bei meinem Partner Loot4Games vorbeischauen. Dort findet ihr nämlich die besten und sichersten Money Boosts für GTA 5 online. Und momentan gibt es eine richtig heftige Aktion. Denn bei jeder Bestellung von einem Money Boost bekommt ihr Geld geschenkt, ohne dafür extra zu zahlen. Ihr bekommt beispielsweise bei einem Money Boost bis 25 Millionen Dollar 5 Millionen Dollar extra dazu. Und wenn ihr euch sogar bis zu 1 Milliarde als Money Boost kauft, dann bekommt ihr sogar 100 Millionen Dollar komplett gratis zu eurer Bestellung dazu. Und das ist auf jeden Fall eine heftige Aktion. Diese läuft nur noch bis zum Ende des Monats, und deswegen könnt ihr auf jeden Fall auf den Link in der Videobeschreibung klicken und euch das Ganze anschauen. Ihr bekommt außerdem durch den Link in der Videobeschreibung einen Rabatt von 5%, oder ihr gebt ganz einfach den Rabattcode Marco ein und dann habt ihr auch den Rabatt von 5%, und dazu bekommt ihr, wie gesagt, kostenlose GTA-Dollar extra dazu, und das, wie gesagt, richtig heftig. Link in der Videobeschreibung, wir machen direkt weiter. Und zwar nennt sich das aktuelle Zeitrennen Galileo Park. Das Ganze befindet sich hier, ihr könnt es gerade im Hintergrund sehen. Ihr habt hier eine Zeitvorgabe von 2 Minuten und 5 Sekunden, und ich werde euch jetzt die Fahrzeuge nennen, mit denen das Ganze am besten machbar ist. Ihr könnt das Ganze nämlich am besten mit einem Motorrad machen, wie zum Beispiel mit dem Hakuchu Drag, mit der Shotaro oder mein Favorit, die Barty 801, denn dieses Fahrzeug kostet nur 15.000 Dollar und ihr werdet mit diesem Motorrad wirklich jedes Zeitrennen hinbekommen. Und deswegen ist dieses Motorrad ganz klar mein Favorit. Aber ihr könnt dieses Zeitrennen auch mit einem Open Wheel Fahrzeug machen, beziehungsweise mit einem Formel 1 Fahrzeug, die ihr gerade im Hintergrund sehen könnt. Und in diesem Sinne starten wir direkt mit dem eigentlichen Zeitrennen. Und somit starten wir direkt mit dem Zeitrennen. Drückt nämlich die Pfeiltasten nach rechts und das Zeitrennen startet. Und jetzt könnt ihr euch zunächst den Wegpunkt markieren, wo sich das Ziel befindet. Und danach könnt ihr ganz einfach das Handy öffnen und das Zeitrennen beendet. Denn somit wisst ihr jetzt ganz genau, wo lang ihr fahren müsst. Und jetzt können wir wirklich starten. Wenn ihr nämlich das Zeitrennen gestartet habt, dann fahrt ihr ganz einfach in diese Richtung. Und jetzt müsst ihr ganz einfach beim Vinewood-Zeichen hier runterfahren und auf die Straße hier runter. Und Leute, vergesst nicht, dieses Zeitrennen hatte ich schon vor einigen Wochen vorgestellt. Das heißt, die Leute, die das gesehen haben, wissen, wie das Ganze funktioniert. Jetzt müsst ihr ganz einfach diese Abkürzung hier runterfahren und bei der zweiten Straße, die hier reingeht, müsst ihr ganz einfach entlang fahren. Und jetzt ist das Ganze ein bisschen tricky, denn ihr müsst im Prinzip nur aufpassen, dass ihr keinen Unfall baut. Hier geht es nämlich ziemlich schnell, denn es kann sein, dass Fahrzeuge direkt von einer Ecke von links rechts irgendwie kommen oder so, und da müsst ihr halt schnelle Reflexe haben und diesen Fahrzeugen ausweichen. Versucht auf jeden Fall auch, wenn ihr das Ganze mit einem Motorrad macht, die ganze Zeit einen Wheelie zu ziehen, wie zum Beispiel mit der Barty, denn somit werdet ihr ganz einfach viel schneller. Und wenn ihr jetzt wirklich hier seid, wo ich bin, dann müsst ihr eine scharfe Kurve nach links nehmen und jetzt
müsst ihr im Prinzip nur die ganze Zeit geradeaus fahren. Und im Prinzip ist dieses Zeitrennen gar nicht so schwer. Ich glaube, ich habe das Ganze geschafft mit einer Pluszeit von 10 Sekunden. Also auf jeden Fall eine coole Sache. Und wenn ihr jetzt hier seid, wo ich bin, dann müsst ihr hier im Prinzip diesen Weg hochfahren. Aber ihr könnt am Ende eine kleine Abkürzung nehmen. Und zwar könnt ihr hier diesen Berg hochfahren und somit seid ihr viel schneller am Ziel und ihr werdet das Ganze wirklich ohne Probleme hinbekommen. Wirklich das Schwere bei diesem Zeitrennen ist nur, dass ihr keinen Unfall baut und dann habt ihr im Prinzip alles bestanden. Und ich habe dieses Zeitrennen jetzt in 2 Minuten und 2 Sekunden hinbekommen und dafür 204.000 GTA Dollar bekommen. Und vergesst nicht, es gibt auch doppelte RP, also ihr bekommt auch dort ordentliche RP. Aber in diesem Sinne machen wir direkt weiter und zwar mit dem aktuellen RC Bandito Zeitrennen. Das aktuelle Zeitrennen nennt sich Baustelle 1 und dieses hatten wir wie gesagt auch vor einigen Wochen in GTA 5 Online. Und für dieses RC Bandito Zeitrennen benötigt ihr logischerweise einen RC Bandito. Und diesen gibt es momentan auf der Surf San Andreas Supersport Seite mit einem Rabatt von 40% zu kaufen. Also es lohnt sich auf jeden Fall in dieser Woche diesen RC Bandito zu kaufen. Und somit könnt ihr wirklich in jeder Woche das Zeitrennen spielen und dieses Geld easy wieder reinholen. Und außerdem ist der RC Bandito wirklich ein sehr cooles Fahrzeug. Aber somit machen wir direkt weiter, wie gesagt, mit dem RC Bandito Rennen. Hierbei müsst ihr wirklich beachten, dass ihr die Strecke kennen müsst. Das heißt, wenn ihr dieses Rennen noch nie gefahren habt, dann werdet ihr Probleme haben und ich empfehle euch wirklich, dieses Rennen erstmal komplett einmal bis zum Ende zu fahren, auch wenn ihr dafür lange braucht, denn somit könnt ihr euch einprägen, wie die Strecke verläuft und das Ganze wird euch helfen, damit ihr das Ganze bestehen könnt. Ich habe das Ganze im zweiten oder dritten Versuch hinbekommen, weil ich dieses Zeitrennen ja schon vor einigen Wochen erspielt habe und deswegen fiel es mir nicht so schwer. Aber wenn ihr das Ganze, wie gesagt, das erste Mal spielt, dann müsst ihr euch die Strecke erstmal einprägen und dann müsste das Ganze eigentlich funktionieren. Ihr müsst hier halt beachten, dass ihr bei Kurven abbremsen müsst und bei langen Strecken direkt Gas geben müsst. Und es ist wirklich hier sehr wichtig, dass ihr immer abbremst, denn ansonsten wird der RC Bandito durchbrechen und dann werdet ihr einen Unfall bauen. Und sobald ihr einen Unfall gebaut habt, so ist es wirklich sehr schwer, dieses Zeitrennen in der vorgegebenen Zeit abzuschließen. Und ihr werdet hier auch viele Erhöhungen haben, wo ihr ganz einfach hochfahren müsst und da müsst ihr auch aufpassen, dass ihr dort wirklich nicht zu schnell fahrt. Denn bei vielen Teilen von dieser Strecke ist es wirklich wichtig, dass ihr lieber langsamer fährt, aber dafür bei den geraden Strecken direkt Gas geben könnt. Und somit werdet ihr das Ganze auch schaffen. In meinem Fall habe ich das Ganze knapp geschafft und zwar in 1 Minute 49 Sekunden. Allerdings brauchte ich ja dafür auch nicht viel Zeit und deswegen habe ich das Ganze auf jeden Fall ziemlich schnell hinbekommen. So, und dafür bekomme ich dann auch 204.000 Dollar und das ist auf jeden Fall eine gute Summe und somit habe ich 408.000 Dollar in GTA 5 Online verdient. Und das in circa 4 Minuten. Also auf jeden Fall eine coole Sache, denn ich habe somit pro Minute um die 100.000 in GTA Online verdient. So Freunde, und im Prinzip war das jetzt auf jeden Fall schon alles von diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja und du mehr sehen möchtest, dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und in diesem Sinne einen schönen Sonntag euch noch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.